Hallo ihr Lieben! Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie genau ich dieses Video jetzt anfangen soll. Es ist ziemlich aufregend. Ich bin auch sehr, sehr nervös, aber es hilft ja alles nichts. Ich habe heute eine sehr, sehr große Ankündigung für euch. Ja, das ist eben eine Sache, die tatsächlich mein Leben in den nächsten Monaten sehr, sehr verändern wird. Und es wird sich wirklich sehr, also alles verändern quasi in meinem Leben. Und auch für Instagram und YouTube wird das so ein bisschen Folgen haben, aber es ist nichts Schlimmes. Und ich bin auch nicht schwanger, das nur vorab. Ja, ich glaube, ich sage es einfach, wie es ist, ohne hier noch lange rumzureden. Und zwar ist es so, dass ich ab September für 6 Monate sind jetzt geplant, ins Ausland gehe. Und zwar nach Neuseeland und dort eben, ja, Work and Travel ganz, ganz klassisch mache. Und ich gehe auch nicht allein, sondern die liebe Lucia, also Wonderbooks09, ihr kennt sie bestimmt alle, die wirklich zu meinen engsten Freunden gehört, die wird mich begleiten und ich bin wahnsinnig aufgeregt, einfach weil es jetzt wirklich, jetzt wo ich das Video hochlade, nur noch ungefähr 1 Monat ist. Und dann geht es auch einfach schon los, dann beginnt diese Reise ans andere Ende der Welt und ich kann es irgendwie noch gar nicht fassen, auch wenn ich es jetzt so sage, es ist einfach unglaublich, also... Ja, und für uns beide war das irgendwie schon immer so ein Traum, entweder nach Australien oder Neuseeland, so richtig klassisch. Und ganz, ganz viele machen das ja direkt nach dem Abi. Bei mir ist es jetzt ein bisschen später, nach dem Studium. Ich wollte es sogar auch immer nach dem Abi machen, habe es dann aber irgendwie nicht gemacht, direkt mit dem Studium angefangen, das immer so ein bisschen bereut. Und ich glaube, jetzt ist einfach so der beste Zeitpunkt, um das eben nochmal zu wagen, dieses Abenteuer, und sich darauf einzulassen, sich darauf zu stürzen. Und ja, für uns beide ist es einfach wirklich wie so ein Traum, der einfach wahr wird. Zusammen reisen und zusammen einfach so Erinnerungen schaffen, neue Leute kennenzulernen, eine neue Kultur kennenzulernen. Und das wird wahnsinnig, ich kriege gerade total Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Also ich freue mich wirklich wahnsinnig auf diese Reise. Genau, jetzt sind erstmal geplant 6 Monate, also bis Ende Februar, Anfang März, aber wir gucken einfach. Also je nachdem, wir sind ja total frei. Wenn es uns gut gefällt, dann bleiben wir vielleicht auch noch sogar ein bisschen länger. Wenn es uns nicht so gut gefällt, dann sind wir halt wieder eher da. Wir gucken einfach mal, wie es uns gefällt. Es geht dann eben Anfang September direkt los. Und wir werden dann erstmal auch 8 Tage in Los Angeles halt machen. Also wir fliegen nicht über quasi Asien, sondern über den Westen, über die USA, bleiben da 8 Tage in L.A. und dann geht's eben weiter nach Neuseeland. Und ja, für mich ist das so besonders, weil ich einfach noch nie so lange geflogen bin alleine. Also mein längster Flug war mal so 4-5 Stunden, aber mehr auch nicht. Und dann einfach so lange von der Familie getrennt zu sein, von Familie und Freunden, das wird wahrscheinlich eine Herausforderung. Aber ich bin gespannt und ich freue mich einfach drauf. Ich bin mittlerweile auch so ready. Ich habe alles erledigt, Visa, irgendwelche Anträge, Formulare, ich habe meinen Backpack schon, ich muss eigentlich nur noch packen und in den Flieger steigen und dann geht's los. Also mein Leben wird sich wirklich sehr, sehr verändern jetzt in den nächsten Monaten und wir werden einfach mal gucken, was das Ganze so mit sich bringt. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, wie das sein wird mit Instagram und YouTube. Da kann ich euch erstmal entwarnen. Es wird natürlich auch dort weiterhin Inhalte geben. Also ich produziere jetzt für YouTube zum Beispiel ganz, ganz fleißig vor, drehe ein paar Videos und werde dann wahrscheinlich einmal die Woche eins hochladen. Auch für Insta werde ich im Vorhinein schon relativ viele Bilder machen und dann einfach mal gucken, je nachdem, welches ich dann wann poste. Aber natürlich wird es auch so sein, dass wir da ganz, ganz viele Bilder machen werden und natürlich auch Videos drehen werden. Deshalb, ja, gibt es so diese Standardvideos, die ich hier zu Hause drehe, aber natürlich auch ein paar Videos von der Reise, von unseren Eindrücken eben auf YouTube. Und da haben Lucia und ich uns gedacht, dass wir quasi ein Vlogging-Channel erstellen, ein extra Channel, wo wir eben ganz, ganz viele Vlogs hochladen werden oder auch sonstige Videos, einfach alles Mögliche zur Reise. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da abonnieren würdet. Natürlich nur, wenn euch das interessiert und wenn ihr das wirklich sehen möchtet. Und wir haben auch noch keinen Namen, deshalb wäre das sehr, sehr cool, wenn ihr vielleicht irgendwie, wir sind nämlich total unkreativ, wenn ihr da irgendwelche Namen habt für den Kanal, wie der heißen könnte. Also ich hatte mal diese glorreiche Idee, den 2 Kiwis on Tour zu nennen, aber ich glaube, das lassen wir einfach mal wieder und ihr habt diesen Namen noch nie gehört und ihr vergesst den am besten gleich wieder. Also falls ihr irgendwie, ja, spannende, kreative Namen habt für unsere Neuseeland-Reise, dann könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben. Sehr, sehr gerne. Direkt Video pausieren und reinschreiben. Das wäre sehr, sehr cool. Denn da stellen wir den nämlich. Und
Und dann könnt ihr den auch bald abonnieren und uns verfolgen, wie wir dann hoffentlich ganz, ganz fleißig vloggen. Wir werden mal gucken. Gott, es ist so Wahnsinn. Ich habe auch irgendwie noch gar nicht so öffentlich drüber geredet, weil es muss natürlich auch erstmal alles geplant werden und alles sicher sein und so. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das loszuwerden. Und ich bin einfach mal gespannt, was so alles bringen wird und wie das Ganze so verlaufen wird. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich dieses Jahr dann deshalb nicht auf der FBM sein kann. Das ist echt ziemlich blöd. Ich werde es auch voll vermissen, gerade weil es dieses Jahr irgendwie so spannend sein wird. Also was ich bisher schon gehört habe. Aber ganz ehrlich, die nächste FBM kommt ja ganz sicher und die wird dann auch super. Und ja, zur LBM kann ich übrigens noch nicht so wirklich sagen. Das hängt wirklich davon ab, ja, wie es uns dort gefällt, wann wir zurückkommen und so. Da möchte ich auch noch nichts Festes versprechen. Da werden wir einfach mal gucken. Ja, ich glaube, damit ist alles Wichtige erstmal gesagt. Also schreibt uns wirklich gerne eure Namensvorschläge in die Kommentare. Dann gucken wir uns das alles mal an und entscheiden uns dann hoffentlich für einen guten. Und falls ihr tatsächlich selbst irgendwie mal schon mal in Los Angeles wart oder Neuseeland irgendwie herumgereist seid, dann schreibt uns auch gerne, ihr könnt es als Kommentar hier oder auch mir eben als private Nachricht, gerne so eure Reisetipps, Reiseempfehlungen, Restaurants, was muss man unbedingt gemacht haben. Das könnt ihr mir alles sehr, sehr gerne schreiben, weil da bin ich noch fleißig so am Listen erstellen, was man unbedingt gemacht haben muss. Und ja, ich glaube, dann sind wir hier mit diesem kurzen Infovideo am Ende. Ich weiß auch gar nicht, ob das so kurz war oder wie viel ich jetzt schon geredet habe. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das jetzt mit euch teilen konnte und freue mich, wie gesagt, auf diese große, spannende Reise, auf dieses Abenteuer und hoffe natürlich, ihr begleitet mich dabei und ich darf euch ein bisschen daran teilhaben. Ja, ich bin super ready und ich würde am liebsten jetzt schon in den Flieger steigen, aber ja, genau. Es wird dann auf jeden Fall fleißig gevloggt, das heißt, ihr werdet alles sehen und ja. Und natürlich werde ich, wie gesagt, hier auch mit BookTube nicht aufhören in der Zeit und auch nicht mit Instagram. Ich werde da trotzdem weiterhin aktiv sein. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Das habe ich jetzt bestimmt auch schon 10-mal gesagt, aber es ist einfach wahr. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schreibt mir sehr, sehr gerne einfach alles, was euch zu diesem Video einfällt, in die Kommentare. Und ganz, ganz fleißig auch coole Namensvorschläge, da würden wir uns freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Mua. Tschüss.